Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Dungeons Flame of Nether. Wir haben letzte Folge eine sehr, sehr kurze Folge gehabt, was daran liegt, dass die Nether-Einöde ein sehr kurzes Level war aus irgendeinem Grund. Irgendwie war das auch komisch. Es gab auch irgendwie kein richtiges Intro, nur sehr schaurige Musik und ein kurzes Video. Jetzt können wir uns aber zwischen dem Wirrwald und den Basalt-Deltas entscheiden. Ich bin dafür, wir starten jetzt mit dem Wirrwald. Und wieder gibt es keine Stimme, die uns sagt, was wir hier eigentlich machen. Ein Hinweis? Nur wieder komische Geräusche. Und ein kaputtes Netherportal. Ich könnte das Obsidian da echt gebrauchen. Ich habe noch ein kaputtes Netherportal daheim stehen. Das ist irgendwie ganz komisch. Also, diese Level... Weiß ich ja nicht. Ich hatte jetzt wirklich erwartet, wie in der letzten Folge auch, dass da irgendwas kommt wie zerstöre den Splitter, die Kugel der Macht hat das und das bewirkt. Und ich bin gerade absolut in den Sackgasse gelaufen. Wunderbar. Ich hätte halt gedacht, dass wir wieder einen Splitter besiegen müssen. Bin ich ganz ehrlich. Aber anscheinend ist dem nicht so. Da können wir aber halt auch ein bisschen den Nether erkunden. Ich meine, hier gibt es bestimmt einen Boss oder sowas. Hoffe ich zumindest. Ich meine, irgendeinen speziellen Grund, dass die Level da sind, braucht man ja, oder? So, Zusatzlevel ist ja ganz schön und gut. Aber irgendwo müssen die auch was mit der Story zu tun haben, oder? Oder wenigstens eine neue Story. Oh mein Gott, sind die groß und die machen viel Damage. Das ist nicht so gut. Wir haben letzte Folge einen neuen Bogen bekommen, der mega cool ist. Der macht diese unglaublich gute Giftspur. Und noch ein bisschen Blitzschaden. Hat der uns gerade eiskalt da runtergehauen? Kumpel, du hast uns gerade voll in die Lava geschlagen. Hast du keine Gewissensbisse dabei oder sowas? Gut, du bist jetzt tot. Du hast eh keine Gewissensbisse mehr. So, jetzt hau ich euch aber mal hier schön in die Lava. Was ist mit dir, großer Kumpel? Willst du nicht mal fliegen lernen? Mehr oder weniger hat er das getan. Ihr mal weg. Scheint, als wäre ich wieder in eine Sackgasse gelaufen. Geht mal weg, ihr... Hallo. Ich werde hier von allen Seiten beballert. Was ist denn hier los? Meine Güte. Und ich bin nicht... Noch bin ich nicht tot. Das ist auch gut. Aber ich befürchte, dass die Betonung offen noch liegt. Wobei unser Leben eigentlich solide aussieht. Dafür, dass ich wirklich unglaublich viele Pfeile gerade abbekommen habe. Gehen wir mal hier lang. Ich weiß, abgesehen von einer Menge Monster, nicht, was uns hier erwarten wird. Ich hoffe, ein Secret Dungeon. Das ist einer der Level, in dem man den Secret Dungeon freischalten kann. Habe ich mir sagen lassen. Beziehungsweise habe ich auf einer Internetseite gelesen. Und ich würde mich doch sehr darüber freuen, wenn wir den beim ersten Mal finden würden. Und nicht die ganze Zeit resetten müssen. Aber wir müssen uns zuerst mit einer goldenen Truhe zufriedenstellen. Habe ich auch kein Problem damit. Gibt es wieder ganz schön viele Gegner. Das freut mich doch so ein bisschen. XP bringt immer was. Ich brauche jede Menge Verzauberung für die neuen Waffen. Ich meine, ich will meine alten Waffen ja behalten. Aber die neuen Sachen müssen ja auch irgendwoher verzaubert werden. Und das klappt in der Regel nur mit XP. Also hier kämpfen wirklich sehr, sehr viele Leute mit Armbrust. Die machen zwar gar nicht so viel Damage an mir. Aber es ist halt saukomisch, wenn du mit 3000 Armbrüsten beballert wirst. Bist du halt der Meinung, du stirbst. Wie ich gerade beinahe gestorben bin. Woher der Damage auf einmal herkam, weiß ich jetzt auch nicht. Der kam aus dem Nichts einfach hergeflogen. Und schon wieder. Ich sollte mich vielleicht wirklich fernhalten und mich nicht gerade ins Kreuzfeuer reinstellen. Was ist denn eigentlich überhaupt unsere Mission? Erkunde den Wald. Das war ja beim letzten Mal auch so, oder? Da sollten wir da auch die Einöde erkunden. Nicht, dass das auch wieder so ein kurzes Level ist. Das fände ich ehrlich gesagt... Sehr schade. Das sieht doch aus nach Hinterhalt. Genau. Das wollte ich genau haben. Ein Hinterhalt pro neues Gebiet wahrscheinlich. Überlebe den Hinterhalt. Ja, das schaffe ich schon. Wäre nicht der erste Hinterhalt, den wir überleben, oder? Ist wie immer nur ein bisschen Monsterschnetzeln hier. Naja. Nice. War es das schon? Naja. Wollte schon sagen. Also wenn es das schon gewesen wäre, dann wäre das ein bisschen komisch gewesen. Oder tauchen jetzt doch das ein oder andere Monster auf, oder? Ein bisschen TNT kann da... Ja, ist leider niemand im Radius, aber ein bisschen TNT schadet ja nie. Also ich muss sagen, diese komischen Tränkewerfer hier, die sind ganz schön nervig. Die machen ja insanen Damage. Mal abgesehen davon, dass die mich fast umbringen jedes Mal, wenn ich mit denen in Berührung komme. Ist also... Ich kann die ja gar nicht anders besiegen, außer mich da mit dem Bogen hinzustellen und die abzuballern. Ich meine, die halten mich mit ihren Tränken so auf Trab. Das ist einfach unfassbar. Jetzt geht's hier aber ab. Ist ein
Jetzt habe ich aber echt eine Meute losgelassen. Also, wie viele wollen das denn noch werden? Ich muss mich mal kurz hier zurückziehen. So, wieder in den Kampf. Oh Gott, wie viele da auf dieser Brücke warten. Da kommt, es hört ja gar nicht mehr auf. Wo kommen die denn alle her? Geht weg. Ich will hier durch. Lass mich zu den ganzen Secrets. Das ist, ah doch, der minimaler Secret. Eine kleine goldene Truhe mit Geld und Pfeilen und einem Seelenmesser, das schwächer ist als unser Schwert. Das ist leider blöd, aber hey, die Smaragde nehme ich gerne. Ich habe so das Gefühl, es wird gleich mit dem Wald aufhören. Also, beziehungsweise kommen wir jetzt erst richtig in den Wald. Das Level, ich dachte eigentlich, dass jetzt gleich kommt, finde einen Ausgang aus dem Wald. Sieht aus, als würde das hier gleich zugehen, sobald ich hier reinkomme. Großer Hinterhalt? Ja, nein? Ja, großer Hinterhalt. Hätte man sich an den Türen denken können. Spawn aber für Hinterhalt, also für das, was ich bisher so gesehen habe hier in diesem Hinterhalt, relativ wenig Monster. Also ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich muss jetzt nicht immer von 3 Millionen Monstern überrannt werden. Aber dennoch. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das hier ist ja doch schon ziemlich easy. Oh, finde den Schlüssel. Doch noch etwas Abwechslung hier. Ich dachte, es wäre... Teilweise dachte ich echt, es wäre nur geradeaus laufen und Monster schnetzeln. Aber jetzt dürfen wir einen Schlüssel finden. Den goldenen. Dann brauchen wir wahrscheinlich irgendwo auch her wieder den blauen Schlüssel. Aber das sollte alles hier links sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Da unten gibt es sogar noch eine Chest. Das ist nice. Gibt es hier noch was? Nee. Schade. Das sind immer diese Sachen, wo du denkst, da wäre was, da könnte was sein. Dann ist da doch nichts. Das Gefühl, Minecraft Dungeon liebt so Sachen. Ja, ich weiß, es mag vielleicht aussehen, als wäre der blaue Pfeil, als wäre dieser Raketenpfeil für das kleine Monster da verschwenderisch gewesen. Aber glaub mir, nein, das war es nicht. Ich habe puren Hass auf diese Dinger. Und warum gibt es eigentlich nur den goldenen Schlüssel? Nicht mal die Mühe sich gemacht, einen blauen Schlüssel hier reinzusetzen. Diese Level sind mehr als komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egal, komm. Nehmen wir dich. Gehen wir zur Tür. Sesam, öffne dich. Finde den Ausgang. Okay. Sieht aus, als kommt das Level auch langsam zu Ende. Das sieht wieder so aus, als kann ich jetzt hier kämpfen. Kleiner Hinterhalt mit 2 TNT. Wird auf jeden Fall angenehm. Tja, ich mache euch fertig, ihr kleinen Piglins. Ihr seid Piglins, nicht wahr? Jetzt gibt es auch noch Widder-Skelette. Weg mit denen. Was ist das? Nee. Es kommt noch eine Runde. Ich komme da nicht hoch. Ich glaube, ich muss von der anderen Seite drauf. Ja, hier komme ich hoch. Perfekt. Jetzt geht's aber wieder hier ab. Das sieht aber nicht zu wenig Monster, meine Damen und Herren. Was hab ich denn? Ah! Ich hab die, wir haben den Secret Dungeon gefunden. Das ist ja nice. Ich weiß sogar gar nicht. Ach so! Da hat eine... Lol, die habe ich ja gar nicht gesehen. Wartet mal. Erstmal die Monster weg und dann zeige ich euch, was ich meine. Hier auf dem Podest. Hat die Karte gelegen. Ich habe die gar nicht gesehen. Ich habe die auch gar nicht wahrgenommen. Ich habe nur durch Zufall drauf geklickt. Aber hey, wir haben den Secret Dungeon gefunden. Ist doch mega. Kein Resetten. Und da ist... Also diese Level... Ich finde... Es tut mir leid, aber ich finde diese Level echt komisch. Also es macht durchaus Spaß. So ist es nicht, aber... Es ist was komplett anderes als die Level davor halt. Ich würde aber auch behaupten, das war's dann mit der Folge. Nächste Folge gehen wir dann den Secret Dungeon an, den wir gerade gefunden haben. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst doch gerne mal ein Abo da. Dann könnt ihr nichts mehr auf diesem Kanal verpassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt lässig und tschüss.